Hier am Atelierhaus 23 steht eine der wenigen Flächen, auf die legal gespult werden darf. Kaum eines der Werke bleibt hier länger als ein paar Tage bestehen. Ja, ich bin Wilhelmsburger. Seit ich in Hamburg wohne, wohne ich in Wilhelmsburg und deswegen fühle ich mich auch eigentlich fast im Herzen schon als Wilhelmsburger. Ich bin zwar hier nicht geboren, aber seit über 10 Jahren jetzt hier. Und ja, ich finde die Insel Wilhelmsburg sehr reizvoll, die Leute, die Kulturen. Also ich hatte noch nicht einmal das Gefühl, dass ich hier weg will. Ich fühle mich gut hier und wohl. Ideen und Inspirationen hole ich mir eigentlich im, sag ich mal, im alltäglichen Leben halt. Sachen, die mich beschäftigen, die baue ich in meine Bilder ein und das mischt sich dann mit freien Sachen aus der Vergangenheit, die ein bisschen abstrakt sind und auch mit realistischen Sachen. Das ist eigentlich immer so tagesformabhängig. Eine andere Zwei-Tage-Aktion war eine Fassade im Vogelhüttendeich, das Rialto. Ich wusste, dass diese Fläche, diese Wand vom ehemaligen Rialto freigegeben wurde. Die wurde ja zugenagelt. Mir wurde dann aber leider klargemacht, dass die Wand, wenn ich dort jetzt malen würde, nach 2 Tagen dann wieder andersweitig genutzt werden würde. Also das Bild war eine Nacht quasi dran und bin am nächsten Morgen hin mit weißer Streiche und habe die Fassade dann quasi am Mittag wieder weiß übergeben. Ich bereue es bis heute noch nicht. Ja, cool. Ich würde zum Schluss auf jeden Fall noch loswerden an alle Wilhelmsburger und auch Hamburger oder überhaupt an alle Leute, die Flächen haben, die grau und farblos sind, da einfach auch mal über seinen Schatten zu springen und die auch irgendwo vielleicht freizugeben. Ja, ich denke einfach, wir brauchen noch mehr, was heißt noch mehr Flächen? Es gibt wenig Flächen, wo man legal malen kann. Wir brauchen davon mehr. Mhm. Punkt. Nur wenige Tage später wird diese legale Wand von jemand anderem genutzt.